Die Wunderwelt der Pharaonen. Das ist ein wirklich toller Titel für unsere Ausstellung, Elena. Vielen Dank. Ist nicht so hochgegriffen, oder, Kinder? Nein, auf keinen Fall, Papa. Klingt sehr gut, Onkel Bernard. Danke, George. Ich freue mich sehr, dass ihr eure Ferien diesmal bei uns verbringt. Mein Bruder Quentin und Tante Fanny sind sicherlich auch mal froh, einen Sommer ohne euch drei Quellgeister zu verbringen. Seht euch das mal an. Das ist wirklich aus purem Gold? Oh. Na klar, was denkst du denn? Schick. Würde mir bestimmt gut stehen. Warte, bis wir in den nächsten Raum kommen. Da ist die eigentliche Sensation. Hm. Guck mal. Der Ring. Du hast aber auch ein wunderschönes Armband, Elena. Na komm. Steht dir echt richtig gut. Dankeschön. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Steht dir echt super. Hast du bestimmt von deinem Freund, oder? Nein, ich habe keinen Freund. Aber vielen Dank. Kommt ihr? Hier ist ihr. Der Sarkophag mit der Mumie des Pharaos. Nihor. Über 5000 Jahre alt. 5000 Jahre? Ja. Ein herausragendes Beispiel der Mumifizierungskunst. Ja, aus Harz und anderen pflanzlichen Zutaten wurde dieser einzigartige Konservierungsstoff entwickelt. Da kennt sich aber einer aus. Ja, ganz der Papa. Die Mumie lag jahrzehntelang in einem Hochsicherheitstrakt. Morgen wird sie zum ersten Mal öffentlich ausgestellt. Und das alles haben wir Elena zu verdanken. Nein, das ist jetzt auch zu viel der Ehre. Nein, nein. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. 5 Freunde 4. Demnächst im Kino.